Nach dem normalen Fünfer bekommt jetzt auch das Sportmodell BMW M5 ein Facelift. Die Sportlimo gibt es wieder in zwei Ausführungen. Als Standard M5 mit 600 PS, als Competition mit 625 PS. An der Leistung ändert sich also nichts. Der Sprint ist nach 3,4 bzw. 3,3 Sekunden abgehakt. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 begrenzt und kann, wie schon beim Vorgänger, mit dem M-Drivers Package auf 305 angehoben werden. Was ist also neu? Vor allem die Front. Die Doppelniere wächst leicht und reicht weiter nach unten in die Frontschürze, deren seitliche Lufteinlässe ebenfalls größer ausfallen. Die Scheinwerfer sind mit LED und Laserlicht ausgestattet und haben die neue L-förmige Lichtsignatur. Am Heck dürfen eine neu gestaltete Schürze mit großem Diffusor, die angepassten Rückleuchten und spezielle M-Doppelendrohre natürlich nicht fehlen. Technisch kommt jetzt ein bisschen M8 in den neuen M5. Zum Beispiel bekommt die Powerlimousine jetzt die 8er Stoßdämpfer. Die wurden so abgestimmt, dass zügige Autobahnfahrten jetzt komfortabler sind. Im Innenraum kommt auch der sportliche M5 in den Genuss des aktuellen Infotainment-Systems mit 12,3 Zoll großem Zentraldisplay. Es gibt auch neue Features, wie zum Beispiel das Türöffnen per Smartphone, kostet allerdings extra. Apropos Kosten, die Preise beginnen bei 120.900 Euro für den M5 und 129.900 Euro für den M5 Competition. Der Marktstart dürfte noch 2020 sein.